bald in der Freien Pferderepublik als Gästebewärterin. Gute Idee. Also was macht man da? Die Gäste bewerten ja auch immer die Hotels und die Seilbahn und so, habe ich mir gedacht, ich könnte doch mal die Gäste bewerten. Guter Job. Hast du denn eigentlich noch Zeit für das Tukar-Event? Natürlich, ich habe mich sogar schon angemeldet. Das ist doch etwas für Babys. Nein, überhaupt nicht. Da gibt's ganz viel Action. Ja, die neue Freie Ferienrepublik saß Fee finden alle toll. Stimmt's, Tuka? Ja, gell, Grosolino? Ja, ja. Das ist super. Ja. Genau, und darum möchten viele nun auch Sassinis werden. Das ist auch möglich. Ja, genau. Ja. Das ist möglich. Ja, genau. Kommt an den Tuka-Event und da wird das gelernt, was man alles wissen und können muss für ein Sassini. Und da wird gesungen, getanzt, gemalt und wir gehen in die Natur. Das ist ein tolles Abenteuer. Ja, genau. Das müsst ihr unbedingt mitkommen. Und bis am Schluss kriegen alle diesen Pass für die neue Freie Ferienrepublik Saas-Fee. Das ist so toll, ja. Also alle anmelden und kommt und macht mit. Ja. Wir freuen uns. Tschüss. Und was machst du in den Ferien? Ich arbeite als Ferienerfrischerjob. Und was macht man da? Ich putze die Berge und wasche Grosolino und Tuka im Bergsee. Zum Event, dass sie erfrischt sind. Und ich koche schöne Gerichte in der Küche. Da wird mir bestimmt nicht langweilig. Dann wir haben viel gelacht, bis das Daddy schon was kracht. Komme wieder nächstes Jahr in die Ferien, das ist klar. Liebe Gäste, so wie wir.